Liebe Zuseherinnen und Zuseher, ich darf Sie wieder zu einem neuen Impuls aus Kloster Stiepel begrüßen. Die 50 Tage haben sich erfüllt und wir stehen am Vorabend des Heiligen und Hohen Pfingstfestes. Das Pfingstfest ist im Alten Testament ein Erntedankfest und ein Erinnerungsfest an den Bundesschluss am Berg Sinai. Für uns Christen ist es die Erinnerung und die Feier der Herabkunft des Heiligen Geistes. Pfingsten hat nicht nur historische Bedeutung, es ist nicht nur eine historische Erinnerung, sondern es ist für uns erneut die Bitte, dass der Herr uns diesen, seinen Heiligen Geist senden möge. Jedem Einzelnen von uns als Getauftem und vielleicht schon Gefirmten und seiner Kirche als Ganzheit. Denn derjenige, der die Kirche an sich leitet, ist dieser Gottesgeist, der das nimmt, was dem Sohn gehört und es der Kirche weitergibt. Er sie an das, was der Sohn, was Jesus Christus gelehrt hat, erinnert und tiefer in die Wahrheit einführt. Allein es ist an uns, dass wir uns auf diesen Gottesgeist einlassen, dass wir uns diesem Gottesgeist öffnen. In jeder Gemeinde gibt es Charismen. Das war schon im Altertum so, denken wir an die Gemeinde von Korinth. Jedes Charisma jedoch muss sich messen lassen und bewerten lassen am Bekenntnis zu Jesus Christus, dem auferstandenen und erhöhten Herrn, der für uns durch Kreuzigung und Tod gegangen ist. Der Heilige Geist ist auch immer jene unbekannte Größe in unserer Lebensrechnung, auf die wir so oft vergessen. Wie oft gibt der Heilige Geist unserem Leben ganz unerwartet auch eine neue Wende. Und diese neue Wende, die müssen wir erbitten, besonders in diesen Zeiten, wo wir immer wieder damit konfrontiert werden, dass alles nur noch weniger wird, dass alles ausgedünnt wird, dass die Menschen immer weniger glauben. Ist das so? Meiner Meinung nach wissen die Menschen nicht mehr, an was sie glauben sollen, haben keinen Kompass mehr, keinen inneren Kompass und suchen in den verschiedensten Religionen und Spiritualitäten. Während die Kirche wie eine große Schatztruhe, eine überreich gefüllte Schatztruhe ist, aus der wir schöpfen dürfen und schöpfen können. Wir brauchen den Schlüssel dazu, das ist unser Glaube. Und dieser Glaube ist Geschenk des Heiligen Geistes. Und diesen Glauben wünsche ich Ihnen, dass Sie diese Schatztruhe Kirche aufsperren können, um darin Gottes Geschenke, Gottes Gnaden zu finden, die Ihr Leben ganz einfach reich machen. Möge der Heilige Geist Sie nicht nur an diesem Pfingstwochenende begleiten, sondern durch Ihr ganzes Leben.